Willkommen zurück. Wie erwartet hat meinbezirk.at einen Nachtrag zum heutigen Thema ins Internet gebracht. Und weil ich mir den mir nicht allein antun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls er gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus Einbrücken-Kanal, als auch der Link zu meinem David-Art-Kanal, wo ihr euch meine Comics dann nochmal geben könnt. Mittlerweile sind wir schon bei Band 5. Als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal, die hoffentlich auch bald neue Geschichte herausbringen wird. Und diese Meldung trägt den Titel Christkindlauf 2023 – Bewegung für den guten Zweck. Und das alles für Niko Stefovic, um den es im heutigen ersten Reaction natürlich ging. Und heute gibt's den Nachtrag. Fackel mich dann drumrum. Los geht's. Virtuell laufen, real helfen. Von 6. bis 8. Jänner 2023 fand der dritte Bezirksrundschau Christkindlauf statt. Ja. Ein Christkindlauf. Ja. Also, das finde ich super. Und deswegen lesen wir weiter. Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich. Rund 1300 Teilnehmer haben sich für den virtuellen Lauf angemeldet. Der Reinerlös aus den Startgeldeinnahmen geht direkt an die Bezirksrundschau Christkindfälle in ganz Oberösterreich. Mindestens 5 Kilometer mussten absolviert werden. Im Bezirk zogen sich an die 50 Motivierte für Niko Stefovic für die Lauf- oder Walking-Schuhe an. Der 5-jährige Michel Dorfer leidet an einer Autismus-Spektrum-Störung. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte, und kommt nicht mit Störung bei uns an. Der 5-jährige Michel Dorfer ist im Autismus-Spektrum. Und wir lesen weiter. Wolfgang Brandstetter und Gregor Weichselbaumer aus Steinbach in Steyr drehten im Steyrteil eine Laufrunde. Gerade wenn man selbst Kinder hat, fühlt man mit Nico und seiner Familie aus Micheldorf mit. Daher haben wir unsere Spende für die Familie abgegeben, erklärt Brandstetter. Ja, und es ist nie verkehrt, das auch doppelt und dreifach zu machen. Oder zehnfach. Oder hundertfach. Auf jeden Fall ist so etwas nie verkehrt für den guten Zweck. Für den guten Zweck macht man bekanntlicherweise alles. Und deswegen lesen wir weiter. Das Team der Bezirksbauernkammer Kirchdorf-Steyr wanderte am Dreikönigstag auf die Freithofbergalm in Maria Neustift. Durch das Wandern können wir Familien in schwierigen Situationen finanziell unterstützen und auch unserem Körper und unserem Geist Gutes tun, sagt die Dienststellenleiterin Gabriele Hebesberger aus Kremsmünster. Ebenfalls mit dabei waren Mitarbeiter der Firma Greiner, hier auf dem Bild das Logo zu erkennen. Eine 5-köpfige Walking-Gruppe nützte den letzten Tag des Betriebsurlaubs, um den kleinen Nico zu unterstützen. Mir persönlich sind karitative Zwecke sehr wichtig und auch unser Betrieb kann damit in der Region ein Zeichen setzen, wenn solche Aktionen unterstützt werden, so Teilnehmer Christian Riedel. Außerdem geht es nicht immer um die Größe der Gruppe, sondern ums Dabeisein. Shamsat Osmaev ergänzt, mein Lieblingsausbildner hat uns davon erzählt. Da ich noch nichts geplant hatte, habe ich gerne die Chance genutzt, um jemandem zu helfen. Und solche hilfsbereite Menschen muss es öfter geben. Das ist meine Meinung, als auch eure. Und ich lese weiter. Von der Firma Mark aus Spital am Prüm waren heuer 8 Personen für den Christkindlauf angemeldet. Der Christkindlauf ist eine gute Sache, unterstreicht Katharina Pötsch. Der Erlös kommt Menschen zugute, denen es nicht so gut geht. Allein der Gedanke ist Grund genug für uns, am Lauf teilzunehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind alle sehr bewegungsfreudig, deshalb ist es eine Win-Win-Situation. Gerade im neuen Jahr starten viele mit guten Vorsätzen, unter anderem mehr Bewegung machen. Da bietet sich das Event als Startschuss gut an. Ja,
Und hier sehen wir das Foto, wo auch die Volksbank Oberösterreich bereits zum dritten Mal als Partner und mit zahlreichen Laufteams beim Christkindlauf dabei waren. Und deswegen lesen wir weiter. In dem es sowieso nur noch ein Abschnitt ist, aber das machen wir trotzdem. Auch dieses Jahr hat die Volksbank Oberösterreich den Christkindlauf als Hauptsponsor unterstützt. Als Oberösterreichische Regionalbank sehen wir es als unsere Aufgabe, Regionalverantwortung zu übernehmen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im sozialen Bereich, sagt dazu Vorstandsvorsitzender Richard Ecker. Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Dies zeigt sich auch im Engagement unserer Mitarbeiter, von denen viele mitliefen und auf diese Weise zusätzlich den Christkindlauf unterstützten. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also, es bleibt natürlich eine gute Sache und es wird mit Sicherheit von der Volksbank Oberösterreich einen vierten als auch einen fünften Lauf geben, da bin ich fest überzeugt. Und auch zukünftige Läufe werden auch noch stattfinden. Also es geht definitiv über eine fünfte Teilnahme hinaus. Und das ist auch bei den anderen Walking-Teams natürlich so, dass sie auch weitere Kinder unterstützen. Auch andere, die ebenfalls im Autismus-Spektrum sind. Und was meint ihr zu diesem Nachtrag? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung etc. pp. Als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit kein weiteres Video verpasst. Und wir werden uns morgen dann über Hochsensibilität unterhalten. Und natürlich wird auch Afrosch wieder mit dabei sein. Mehr verrate ich euch nicht dazu. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!